willkommen zu unserer kleinen Vorstellung von XCOM 2. Das Spiel ist jetzt etwa seit 2 Wochen draußen. Es ist gerade der erste Hotfix rausgekommen. Ich habe den gerade eingespielt. Mal schauen, ob der was bringt. Ihr seht jetzt hier den Startbildschirm und das ist auch eigentlich die Situation, wie sie in dem Spiel ist. Das Setting ist, die Außerirdischen haben mehr oder weniger die Welt übernommen. Nach den ersten Teilen, die ich zugegebenermaßen nicht gespielt habe und man sie eigentlich hätte zurückschlagen müssen, ist mittlerweile die außerirdische Macht so groß geworden, dass es nur noch kleine Guerillakämpfer, nämlich uns, gibt, die die Außerirdischen in Schach halten und natürlich Endziel des Spiels ist, auszuschalten, um die Erde wieder unter Kontrolle zu bringen. So, wir laden mal einen Spielstand. Ich habe hier natürlich vorbereitet den Spielstand Linio. Mal schauen, wie der aussieht. Das hier ist jetzt unser Schiff, die Avenger. Die Avenger ist ein außerirdisches Schiff, das von unseren Widerstandstruppen gekapert wurde. Ihr habt hier verschiedene Bereiche in dem Schiff. Das Ganze ist quasi das Metagame um die einzelnen Missionen herum. Die Missionen selbst, würde ich mal sagen, belegen so 60% eurer Spielzeit. Und die anderen 40%, die verbringt ihr hier auf der Avenger mit vielen Sachen zum Metagame. Die Kampagne wird hier weiter gesponnen. Ihr habt hier einen Forschungsbereich. Ihr habt hier euer Quartier. Ihr habt hier oben die Weltkarte, die Brücke, da komme ich noch hin. Dann haben wir hier die Waffenkammer. In der Waffenkammer sind die einzelnen Soldaten, die ihr habt, verzeichnet. Nicht nur das, ihr habt auch unter der Waffenkammer eine Bar, beziehungsweise die Ehrenwand. Wer hier alles schon gestorben ist, da seht ihr also im Moment bei diesem Spielstand sind 2 Soldaten bislang gestorben. Das sind, glaube ich, die 2 aus dem Tutorial. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Na gut, das ist jetzt, es ist halt das Tutorial. Mein Gott, das passiert in den ersten 5 Minuten. Des Weiteren haben wir hier eine Technikabteilung, da könnt ihr euch Sachen bauen. Und wir haben hier in der Mitte einen Bereich von quasi am Anfang noch ungenutzten Räumen. Diese Räume sind quasi erstmal verborgen, die könnt ihr nach und nach freischaufeln und könnt hier dann Sachen reinbauen, wie zum Beispiel eine Guerillataktikschule, ein fortschrittliches Kriegszentrum. Hier wird gerade noch freigeräumt, der ist noch leer, da habe ich noch nichts weiter gebaut. Damit passt ihr quasi die Avenger auf eure Bedürfnisse an. Das wird jetzt aber zu weit führen. Also das Metagame ist sehr, sehr komplex und spielt auch in eure Fähigkeiten in den einzelnen Missionen mit hinein und umgekehrt. Also es greift alles wie ein Zahnrad ineinander. So, wir gehen mal auf die Brücke. Auf der Brücke seht ihr die Weltkarte. Wir haben hier unser Widerstandshauptquartier. Wir können im Widerstandshauptquartier willkommen, Commander, zum Beispiel Leute rekrutieren. Das machen wir jetzt nicht. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, Kontakte herzustellen. Die brauche ich auch irgendwann, weil ihr seht hier, diese roten Verbindungen heißen, hier ist zum Beispiel eine Stellung der Aliens. Die muss ich irgendwann angreifen. Soweit bin ich hier in diesem Spielstand noch nicht. Ich muss also zwischendurch die ganzen Kontakte erstmal aufmachen, um dann dorthin zu kommen. Aber das ist das Metagame. Wie gesagt, das ist durchaus kompliziert. Das erkläre ich jetzt nicht alles im Einzelnen. Vielleicht gleich noch, wenn ein bisschen Fragen dazu bestehen, im Studio. Was wir jetzt aber machen, wir gehen jetzt mal in Medias Res. Wir gehen jetzt zu einem Einsatz. Ich habe hier direkt einen Einsatz in Westasien. Zu dem fliegen wir mal hin. So, der Einsatz heißt neutralisiere das Ziel. Das hört sich einfach an. Einsatz starten. Wenn ihr den Einsatz startet, habt ihr hier die Auswahl von den ganzen verschiedenen Soldaten. Ihr könnt die Soldaten hier individualisieren, wie ihr wollt. Ich habe hier mal den ersten. Ihr könnt alles mögliche. Ihr könnt Gesicht, Haare, Haarfarbe und so weiter. Ihr könnt auch die Namen ändern. Ihr könnt ihnen entsprechend Waffenverbesserungen geben, wie ihr euch denken könnt.
gewisse Soldatenfähigkeiten, ihr habt hier Skillbäume, da gehe ich jetzt aber auch nicht im Einzelnen drauf ein. Was aber total lustig ist, wie gesagt, ihr könnt die einzeln personalisieren. Das Schlimme ist, wenn man die personalisiert, dann fesselt das Spiel noch umso mehr, weil man drängt natürlich dazu, irgendwelche liebgewonnenen Freunde, Bekannte oder was weiß ich, Leute aus Filmen, Superhelden oder sonst was, die zu benennen. Und man baut dann auch eine gewisse Beziehung auf zu den Soldaten. Das heißt, wir individualisieren die jetzt mal ein bisschen. Wir machen einen magischen Cut und dann schauen wir mal, wie ich das hier individualisiert habe. So, hier ist unsere Crew für den nächsten Einsatz, darf ich vorstellen. Auf der linken Seite haben wir den Corporal Vermeulen aus den Niederlanden. Ihr seht, ihr könnt hier auch lustigerweise die ganzen Nationalitäten ändern. So, wen haben wir denn da als nächstes? Als nächstes haben wir den Corporal Ringhoff. Ich finde, der ist mir wirklich am besten gelungen. Als nächstes haben wir hier auch den Corporal Sembel. Und wir haben als letztes den Corporal Göttmann. Na gut, sage ich jetzt mal nichts zu. Der, ihr seht schon an der Waffe, ist unser Scharfschütze. Der Sniper ist eh immer meine Lieblingsposition gewesen. So, mit den Soldaten geht's dann mal los. Wir starten den Einsatz und fliegen los. So, das Lustige ist jetzt dabei, es gibt de facto keinen Ladebildschirm. Ihr werdet sehen, wir fliegen los und das, was jetzt gleich kommt, ist der Ladebildschirm. So, starten wir mal den Einsatz. So, das ist jetzt ja eigentlich die Ladebildschirm. Wir haben soeben vom Sprecher gehört. Eine für die Aliens wichtige VIP wird durch das Gebiet hier befördert. Und der Widerstand will, dass wir uns darum kümmern. Wir gehen rein und lokalisieren das Ziel. Schalten Sie den feindlichen Widerstand aus und nehmen Sie das Ziel gefangen. Notfalls mit Gewalt. Na, während ihr quasi hier gebrieft werdet, berechnet das Spiel im Hintergrund die Map, lädt die ganzen Assets, also die ganzen Elemente von der Map nach. Und insofern, das ist eigentlich das erste Spiel, wo ich es sehe, dass das wirklich so ein animierter, sinnvoller Ladebildschirm existiert. Gut, wir müssen jetzt trotzdem noch ein bisschen warten, bis das Licht rot wird, weil dann hat er erst eigentlich fertig alles aufgebaut. So, das Licht ist rot, wir können runtergehen. Ja, wie ihr seht, das Ganze ist auch die ganze Zeit mit Animationssequenzen. Ja, genau, wir müssen angreifen, alle Feinde eliminieren, kennen wir schon. Und dann da fliehen. Gut, mal gucken, ob wir so weit kommen. Ich will ja jetzt auch keine halbe Stunde hier irgendwas erzählen, dass es langweilig wird. Wie ihr gerade gesehen habt, es gibt immer zwischendrin Cutscenes. Diese Cutscenes sind immer dynamisch, also es ist nichts vorgerendert, gar nichts. Es ist immer mit euren Soldaten. Es ist sogar so, wenn ihr hier unten... Ah, da unten ist einer. Sieht man jetzt wahrscheinlich kaum. So, da unten. Da seht ihr so Fahndungstafeln. Da sind auch meistens unsere, die Konterfeis von unseren eigenen Agenten drauf. So, das Spiel ist eigentlich wirklich Shooter-Schach. Ihr habt alle Zeit der Welt, es gibt hier keine Zeitbegrenzung. Die Welt ist aufgeteilt in Quadrat. Ihr könnt hier sehen, ich kann die einzelnen Soldaten durchklicken und ihnen quasi sagen, was sie als nächstes tun sollen. Ich habe insgesamt, wie kennt ihr von irgendwelchen Kartenspielen oder so, zwei Aktionspunkte quasi pro Runde, die ich einsetzen kann jetzt zum Beispiel, um innerhalb des blauen Kreises zu bleiben. Dann mache ich einen Aktionspunkt. Oder innerhalb des gelben Kreises, ja, der gelben Markierung zu bleiben, dann mache ich zwei Aktionspunkte. Und für diesen Soldaten ist diese Runde dann zu Ende. Ich will jetzt aber schnell vorrücken in die Richtung, wo wir hin müssen. Das heißt, ich werde jetzt mal möglichst alle Soldaten relativ weit vorschicken und damit quasi beide Züge verbrauchen. Ihr seht hier die kleinen Schilder. Diese Schilder zeigen, wie viel Deckung ihr an der Stelle habt und in welche Richtung. Also ich mache hier wirklich nicht viel. Das Ganze lässt sich wirklich ähnlich steuern wie die Sims. Feindlicher Trupp entdeckt. Ja, da haben wir jetzt einen feindlichen Trupp. Da müssen wir drauf aufpassen. Die werden wir jetzt gleich mal auseinandernehmen. Unsere Gremlins können versuchen, uns von hier aus Zugriff zum Advent-Netzwerk zu verschaffen.
Vielleicht können wir ihre Systeme hacken und einen Vorteil erlangen, aber Vorsicht. Wenn sie uns bemerken, wird alles nur noch schlimmer. Ja, und damit es nicht schlimmer wird, machen wir das jetzt nämlich nicht. Da bin ich schon zu oft drauf reingefallen. So, jetzt kommt gleich der letzte Soldat. Wen haben wir hier als letztes? Da haben wir den Corporal Ringhoff. Meistens, wenn man den letzten losschickt, dann wird der Zug des letzten als kleine Videosequenz gemacht. Ich starte es mal. Bin gleich da. Genau. So, die bewegen sich auf uns zu. Dann heben wir die mal aus. Okay, es ist jetzt insgesamt, ich könnte direkt hinkommen bis zum Feind, aber es ist im gelben Bereich. Das heißt, dann wäre mein Zug zu Ende. Das heißt, ich platziere mich am besten erstmal zum Beispiel hier. Rück aus. Da ist kein rotes Feld. Die roten Felder zeigen an, wo die Feinde mich sehen können. So, den lasse ich erstmal hier. Und sage, er soll Feuerschutz geben. Das heißt, wenn ihm irgendeiner vor den Lauf läuft, ins Sichtfeld, wird er anfangen zu schießen. So, den Herrn Sembel postieren wir mal hinter diesem Blumenkorb. So, der soll auch Feuerschutz geben. So, was macht der Herr Göttmann? Der Herr Göttmann, der bleibt hier oben, weil... Klar, Scharfschütze von oben, höhere Trefferwahrscheinlichkeiligkeit und mehr Schaden. Wohl mehr Schaden, weiß ich glaube ich nicht. Egal. Auf jeden Fall bessere Trefferwahrscheinlichkeit. So, den postieren wir. Den Herrn Ringhoff postieren wir hier hinter dem Pfeiler. So, der Herr Ringhoff hat jetzt noch einen Zug frei. Was machen wir mit dem Herrn Ringhoff? Der wirft jetzt mal eine Granate direkt hier rein, damit die gleich wissen, dass wir hier sind. Direkt mal beide treffen hier. Zack, bumm. Mach dich bereit für eine Überraschung! Na, da haben wir doch schon mal ordentlich getroffen. Der eine ist fast down, der andere noch nicht so. So. Da kommt schon mal der erste. Na, das ist das, was ich eben gesagt habe mit dem Feuerschutz. Wenn die jetzt da in den ins Sichtfeld laufen, werden sie erschossen. Der hat vielleicht etwas bei sich. So, da ist jetzt zum Beispiel Loot, den kann ich mir krallen. Nehmen wir uns den mal. Wechsle Position. So, was haben wir hier? Illyriumkern. Den brauchen wir natürlich für irgendwelche Sachen zu craften. So, wir wollen hier in die Richtung... Ah, nee, warte mal, da ist der Punkt, von dem aus wir evakuiert werden. Wir müssen aber hier... Ah, da ist der die feindliche VIP. In die Richtung müssen wir dann. Bewegen wir uns mal weiter in die Richtung. So, den postieren wir auch mal näher. Los geht's! Ich nehme jetzt auch mal beide Züge, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass hier kein anderer Feind in der Nähe ist. Rücke aus! Die Feinde sind wahrscheinlich dann innen drin. Los geht's! So, dann gehen wir mal rein. Die VIP ist in diesem Fall jetzt eine VIP der Gegner. Das heißt, es macht nichts, wenn ich die VIP umbringe, was ich wahrscheinlich auch tun werde, weil er geht schneller. Weil ansonsten müsst ihr den VIP nämlich schultern und dann mit einem Soldaten, den ihr für nichts anderes gebrauchen könnt, quasi dann zum Absprungpunkt schleifen. So, wir gehen jetzt einfach mal rein. Mal gucken. Da sitzt der VIP. Sehr wahrscheinlich sind da drinnen Feinde. Wir gehen einfach mal rein, mal gucken, was passiert. Alles klar. Sieht aus, als würdest du mit uns kommen. Manus 1-5, Zielidentität bestätigt. Manus 1-5, wir sind hier, um die VIP zu sichern. Schlagen Sie sie nieder und bringen Sie sie mit. Oh oh.
eine extrem gut ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schwachpunkten suchen, wenn wir das Ding besiegen wollen. Jo, ich würde mal sagen, schon unterwegs. Diese Schwachpunkte können wir mit Hilfe einer Granate finden. Hier hinten. Sau. Versteckt hat er sich. Einfach die ist für dich! Jo, den einen hat es da schon mal geblättet. Wunderbar. So, gehen wir den anderen noch mal rein. Er ist manchmal hier ein bisschen hakelig. Bin auf dem Weg. So. Jetzt haben wir hier den Herrn Ringhoff. Der Marcel. Der Marcel hat hier einen Schwerthieb, denn der Marcel ist ein Ranger. Und die Ranger können auch Nahkampfangriffe. Ich mache das mal. Ich hoffe, es führt zum Erfolg. Mal gucken. Ach, jetzt habe ich den VIP getötet. Na gut. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Der Schwerthieb war erfolgreich gewesen. Menace 1-5, Status bestätigt. Ziel ausgeschaltet. Wurde schwer getroffen. Oh oh, da hat jemand nur noch einen Lebenspunkt. Sie haben Verstärkung geholt. Okay, dieses Zeichen heißt, dass in der nächsten Runde hier Verstärkung kommt. Menace 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu Ihrer Position ist. Menace 1-5, Vorsicht, feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. So, dann gucken wir doch mal, ob wir den hier platt kriegen. Und dann liegt sie weg. Okay, der Sven hat ihn umgelegt, das ging ja einfach. Hab ihn erwischt. Hervorragend. Ich kann so, jetzt müssen wir Munition gebrauchen. Ja, schon klar. Jetzt müssen wir hier irgendwie aufs Dach. Da in der nächsten Runde die Feinde kommen. Verbrauchen wir mal nicht alle Züge, los, sondern gehen hier erstmal aufs Dach. Und machen Feuerschutz. So, mal gucken, komme ich hier. Ne? Hier komme ich noch bestätigt mit einem Zug aufs Dach. Gebe Feuerschutz! So, der kann zum Beispiel hierher. Und los geht's! Feuerschutz! Und gibt auch Feuerschutz. So, jetzt kommen wahrscheinlich die Feinde, da kommen sie schon angeflogen. Jetzt, das ist wieder der Feuerschutz. Schießen jetzt alle von selbst. Oh, oh, da ist er schon ordentlich was kaputt gegangen. Steht überhaupt noch einer? Erledigt. Wir sind alle drei platt. Wunderbar. Jo, da bin ich wieder am Zuge. Dann geht's mal in Richtung Evakuierungszone. Die ist da hinten. Bestätigt. Ihr seht hier oben rechts übrigens, genau, habe ich noch gar nicht erzählt, diese 7. Die zeigt an, dass ich insgesamt nur 7 Runden Zeit habe, das zu machen. Es gibt hier, ich sag mal so, vielleicht die Hälfte der Missionen sind es etwa, die eine Zeitbegrenzung haben. Jetzt, diese hier hat eine Zeitbegrenzung, die wirklich bis zum Schluss reicht. Das heißt, wenn ich die Zeitbegrenzung nicht schaffe, egal was ich mache, dann ist der Einsatz vorbei, habe ich geloost für den Einsatz. Es gibt aber auch Missionen, wo ich ein Ziel habe, zum Beispiel irgendein Kommunikationsrelais zerstören. Dann ist meistens diese Zeitbegrenzung, also es ist keine Zeitbegrenzung, es ist in Wirklichkeit eine Rundenbegrenzung. Man hat wirklich alle Zeit der Welt, es ist ein total
eigentlich entspanntes Spielen. Es ist wirklich, man spielt es, man steuert es wie die Sims. Aber auf jeden Fall, wenn ich diese Kommunikationszentrale dann zerstört habe, dann hört dieser Countdown auf. Und ich habe dann alle Zeit der Welt, den Rest von dieser Mission zu machen. So, ich habe jetzt hier gleich alle in meiner Evakuierungszone. Die Evakuierungszone ist mir auch in dieser Mission vorgegeben. Gut, dann lassen wir jetzt mal die vier abhauen. Die haben ihre Mission erfüllt. Es hat wunderbar geklappt. VIP ist tot, alle Feinde sind tot. Es können sich alle verpissen. Ich hau ab. Ich bin weg. Also man kann das Spiel wirklich ganz entspannt mit einer Hand mit der Maus steuern, genau wie die Sims. Und nebenbei Kaffee trinken, Dampfe dampfen oder was auch immer. Man kann zwischendrin Pause machen. Das Spiel stellt einen definitiv nicht unter irgendeinem Zeitdruck. Bestätigt. Mission erfüllt. Es ist aber doch schon ein psychologischer Druck bei dem Spiel, muss man wirklich zugeben. Das schafft das Spiel auch eigentlich sehr, sehr gut. Zum einen in den Missionen selbst hat man eben teilweise diesen Rundendruck und das Metagame, das... ist nicht einfach so, dass man, ja, man kann forschen und hier und da machen so, sondern man wird auch hier tatsächlich unter einen gewissen Druck gestellt, denn sonst breiten sich die Aliens zu weit aus und dann kommt man so langsam in die Loser-Spirale. So nenne ich das immer, die Loser-Spirale. Quasi, man verkackt irgendwas, dadurch wird es schwerer, dadurch verkackt man mehr und so geht es weiter. Also Spiel verzeiht wenig. Es ist... eins der wenigen Spiele heutzutage, die das machen. Es gibt nicht mehr so viele Spiele, weil normalerweise ist ja viel casualisiert worden, sprich, man kann sich beliebig Zeit lassen, man sieht auf jeden Fall alles, man muss nur genügend Sitzfläche haben. Das ist bei diesem Spiel hier nicht der Fall. Die Aliens fragen sich sicher jetzt noch, was das war. Weiter so, Commander. Ja, und der Herr Ringhoff ist schwer verwundet. Oh, der arme Marcel, dafür gibt's gleich ein extra Bier. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Gute Arbeit. Und da sind wir wieder zurück in der Avenger. So, und dem Marcel gebe ich gleich das Bier im Studio. Wieder zurück ins Studio.